Alles begann in Serbien. Dort hatten wir eine längere Pause, um unsere Räder vom Schlamm zu befreien. Dabei haben wir dann Mark getroffen. Später haben wir dort auch noch Peter getroffen. Mark und Peter sind zwei sehr nette Radreisende. Sie sind seit Belgrad gemeinsam unterwegs und inzwischen haben sie längst Turkmenistan durchquert. Mark erzählte uns, dass er das Visum für den Iran längst in der Tasche hat und einfach per Post ohne Einladungsschreiben in Deutschland beantragt hat. Also dachten wir uns, gute Idee, lass uns das auch so machen. Wir fuhren also weiter nach Rumänien. Dort schickten wir unsere Pässe einfach nach Hamburg zu Lenas Mutter Viola. Die könnte sie dann in die iranische Botschaft in Hamburg schicken. Wir fuhren inzwischen weiter durch Bulgarien. Nach einer Weile erreichten wir dann auch die Türkei. Währenddessen warteten wir gespannt auf unser Visum. Leider erreichte uns bald eine traurige Nachricht. Unsere Pässe kamen ohne Visum zurück mit der Aufforderung, doch ein Einladungsschreiben zu besorgen. Da die Besorgung dieser Einladung aber auch lange dauert, hatten wir eine gute Idee. Wir wollten in der Zwischenzeit das Visum für Usbekistan beantragen. Also schickte Viola unsere Pässe in die usbekische Botschaft nach Berlin. Wir fuhren inzwischen weiter. Irgendwann kamen unsere Pässe zurück aus Berlin mit dem Visum für Usbekistan. Inzwischen war auch noch etwas anderes angekommen. Das Einladungsschreiben für Iran. Viola schickte unsere Pässe also abermals in die iranische Botschaft. Wir fuhren inzwischen wieder weiter. Später erhielten wir eine gute Nachricht. Unsere Pässe waren zurückgekommen. Darin war jetzt auch das Visum für Iran. Jetzt fehlte noch eine Sache, das Visum für Turkmenistan. Also gingen unsere Pässe wieder auf die Reise nach Berlin, diesmal in die turkmenische Botschaft. Wir warteten derweil in Erzurum. Dort nutzten wir die Zeit für einen Ausflug ans Meer. Nach kurzer Zeit waren unsere Pässe wieder in Hamburg bei Viola, mit dem Visum für Turkmenistan. Nun galt es noch, unsere Pässe von Hamburg zu uns an die iranische Grenze zu bekommen. Wir hatten eine tolle Idee. Wir fragten Robin. Robin wohnt in Chemnitz. Er arbeitet bei UPS. Also schickte Viola unsere Pässe nach Chemnitz zu Robin. Robin hat unsere Pässe am Montagabend in ein UPS-Auto gesteckt. Schon am Donnerstagmorgen konnten wir unsere Pässe in der Nähe der Grenze zum Iran abholen. Jetzt konnte es weitergehen Richtung Osten. Und vielleicht treffen wir Mark und Peter dort wieder.